Ich bin der Stefan Kasimir und ich mache zusammen mit der Caro Stark das Ensemble für unpopuläre Freizeitgestaltung. Ich würde halt lieber nicht. Worum geht's da? Ja, das ist ein Monolog von Verena Rossbacher, wo eine Dame, Anfang 40, die im Marketing in einer Firma arbeitet, in einer veganen Food Company namens No Cow No Cry, die fragt sich ein bisschen über die Sinnhaftigkeit ihres Jobs in der Werbung, beziehungsweise auch ihren Weg dahin in der Arbeitswelt, der so ein bisschen nicht gerade lief, sondern so Kurven nahm von vielen, vielen Ausprobieren, bis man irgendwie in der Werbung landete. Das ist so irgendwie so die Grundessenz. Und sie fragt sich da ein bisschen nach der Sinnhaftigkeit ihres Arbeitslebens. Ich arbeite mir den Arsch auf. Ich habe überhaupt kein Leben mehr. Und zwar für einen absoluten Witz an Geld. Dann sagt deine Chefin, bitte, hier hält dich niemand. Es gibt genug Anwärter für deinen Job, die noch gestern anfangen. In diesem Keller unten, der ein bisschen so ein Club ist, ging es natürlich auch ein bisschen darum, dass man das nicht alles so bierernst nimmt. Und natürlich irgendwie versuchen wir das ein bisschen so mit sehr viel Humor eigentlich anzugehen, einerseits. Auch ein bisschen so den Fake und die Lüge, die so ein bisschen in der Werbung und so ein bisschen drinsteckt, ein bisschen so auszuarbeiten. Einerseits, andererseits aber auch irgendwie so ein bisschen so Anarcho-Clown-Humor zu machen. So ein bisschen so Andy Kaufman, so Stand-Up-Comedy, wie im Club da unten, wo man das Gefühl hat, das könnte auch irgendwie so irgendwo in New York sein, wo so ein Stand-Up-Comedian kommt und der so eine Geschichte aus der Werbung erzählt. So ein bisschen haben wir es angesetzt, dass das irgendwie eher eine launige halbe Stunde werden soll, als dass man da. Und danach kann man ja immer noch über diesen Inhalt, über Arbeitswelt und so kann man ja immer noch diskutieren, wie das ist in der modernen Welt. Wir beim Theater, wir proben ja die Welt nach, ne? Also wir forschen da ja, also wenn wir da so uns treffen und das nachspielen, wir spielen ja meistens Menschen nach, ne, oder? So, und dann simulieren wir ein bisschen das Leben nach und da erfahren wir schon immer über die Schwächen und die Stärken von Gesellschaft und so. Insofern kann man, wenn man ins Theater geht, einiges über Gesellschaft und Menschen lernen.